Wie denken die Vorfahren in letzter Zeit über mich? Also, ich habe jetzt diese Yakuza-Körperbemalung freigeschaltet. Ja, cool. So, die Gabe des Mondes, magische Trophäe, kosmetisch, ist das hier für ein Pferd? Sag mal. In meiner Truhe schon wieder was. Was hab ich denn da schon wieder verpasst? So, machen wir ja nur noch. Also ich brauche ein Level, du brauchst zwei Level. Bebende Hand. Buah. Nicht solange ich in der Stadt bin. So. Ich habe 45 von 2000 Punkten. Magisches. So magisches Reittier. Was ist denn so magisch in dem Tier? Sieht aus wie ein Pferd. Das ist magisch. Ist es ein Einhorn? Kann das Magie anwenden? Wie ein My Little Pony? Kann er sich teleportieren? Ah. Das hat das meiste erwischt. Oh, 666 Gegenstandsmacht. Nicht solange ich in der Stadt bin. Ah. Wollte ich jetzt mal Pferd mein Stall da so zeig mal wo ist das Ding oh das ist blau na ja, das ist ein tetanischer Zwerg Fetischmaske der Stäbe oh cool dann jetzt habe ich so eine Fahne und zeig mal Banner. Ich weiß nicht, ob ich das behalte. Ich habe nämlich meine Schädel gehen dann nämlich weg. Ich leg das mal an. So gucken. Ja. Okay, sieht doch schick aus. Hätte ich auch lieber gerne so eine Fahne. Ich habe nur so. So ein Kochtopf oder was auch immer das ist. So eine Teekanne sieht das aus. Und so zwei Masken. Ich hatte so Schädel da hinten. Nee. Dieses eine rote Pferd. Das Pferd sieht irgendwie rot aus. Also das wäre eigentlich nicht schlecht. Ich habe da so rote Reitrüstung hier von dem. Und diesen einen Code, den ich da hatte. Und eigentlich passt so ein rotes Pferd mit so roter Rüstung. Ne? So, Weltboss beginnt in 11 Minuten. Dann tun wir noch ein bisschen Zeit dafür totschlagen. Wo ist denn hier ein Turm? Da, aber da waren wir doch schon letztens. Gehen wir mal nach dahin. Ich teleportiere mich mal. Blub. Mein Trank ist noch aktiv, sehr gut. Ich kann Schweine aber auch geil. Egal. Ah, geh aus dem Weg! Ich will nicht gegen euch kämpfen, ihr macht euch alle so breit. Was ist denn das für eine Rechtfertigung dann? Wenn du in der Öffentlichkeit also voluminöse Leute siehst, fängst du mit denen an zu kämpfen, wenn die nicht aus dem Weg gehen? Na klar. Dann musst du jetzt erstmal überlegen. Absolut, ja. Da sind irgend so einen dicken Kerl, ey, gehen sie aus dem Weg und wenn der sich nicht bewegt, fängst du an, auf den einzuprügeln oder was? Ah, diese Flammen. Überfolgen mich aber. Das ist schon wieder das für ein Abenteuer. Die Flammen der Rache der fetten Leute oder was? Ja, die Flammen, die verfolgen mich schon seit Stunden hier. Lappen, wer redest du da? Ich schwöre, sie existieren. Also die Flammen, die du produzierst oder was?
Ich bild mir die nicht ein. Redest du von deinem Feuer, das ist der hier? Nein, oder? Irgendwie nur Gegner, die schießen so blaue Flammen auf. Also. Die verfolgen mich schon die ganze Ewigkeit. Ja, das ist eine manische Episode, oder was hier? Oh, Feuer, 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 überall ist Feuer. Oh, Selbstmörder. So, oh, was ist das denn? Da ja, bist ja gar nicht du. Wollte schon sagen, warum kannst du noch einmal springen? Meine Fähigkeiten sind mysteriös. Und ich nehme so, boah, der Weg ist halt auch voll krasse Move, das haben wir immer drauf. Springt jetzt direkt auf die Gegner los, ey. Da kommt der Eis noch. Haben wir's? Was hat denn? Ist gar nicht hochgegangen. Er ist gar nicht explodiert. Ah, gehen wir mal da unten in den Keller. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe da, ich glaube, 9. Ich habe 9 Gaben. Din, 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 din. Komm, plündern wir mal hier kurz den Keller. Also weg. Ja, wir sind hier. Freut euch doch mal ein bisschen. Ausgewichen, wie kannst du fragen? Ein Skelett von dir liefert sich nur im Zweikampf mit so einer Ratte. Weil sie hier so in der Mitte ist, ja voller Chaos, dann da oben links sehe ich einfach nur so ein Skelett, gegen so eine Ratte kämpft. Da gibt's ein Bestes hier. Ja, er steckt irgendwie fest. Ist er überhaupt einer von deinen? Ja, er. Der steht da einfach nur, ja. Ja, der hat sich gerade mit der Ratte gekloppt. Was zum? Hä? Kommst du denn her? Großer Schmerz. Dann wird der geschwärzte Fermum verloren. Ich bin noch nicht bereit. Na gut, dann gehen wir noch einmal zum Baum. Der hängt fest, der bewegt sich nicht mehr, der Skelett. Der ja. Skelett. Der wurde so mitgenommen von dem Einkampf. Jetzt habe ich eins weniger dran. So, 5 Minuten bis der Boss spawnt, okay. Sie kommen direkt auf mich zu. Meine Skelette töten die von alleine. Na gut, dann holen wir mal Ding da ab. Es ist getan. Die Geräusche kollidieren. Ja, ich dachte, du hast irgendwas Gutes gefunden. So. Mach doch nicht solche Geräusche. Ein neuer Ausrüstungsgegenstand. So.
Wieder mehr Stärke. Brauche ich für irgendwas hier noch Stärke? Brauchst immer mehr Stärke dann. Ja. Ich brauche die ganze Zeit Geschicklichkeit und Willenskraft, um einige meiner anderen seltenen Knoten hier zu aktivieren. Aber ich habe nicht so viel. Okay. Nicht solange ich in der Stadt bin. So, 4 Minuten noch. Oh, ich kann keine herstellen. Na, oh, was habe ich denn hier schon wieder gesammelt? Morganzwerg haben wir schon. Aldorwald. Gruft der Heiligen haben wir schon. Schlangennest, das haben wir auch schon. Ja, ne? Ja. 37, was haben wir denn da mit 40? Puh, weg damit. Ich nehme an, die Level 50er und 49er kann ich dann auch wegballern eigentlich. Ja, da ist noch ein bisschen zu viel. So. Komdor Tempel und Shivat Ruin. Alles viel zu hoch gelevelt. Aber gut, egal. Da muss ich irgendwas reparieren? Nö, okay. Dann gehe ich schon mal zum Boss. Zum Weltboss. Oh Gott, der ist schon wieder so blöd zu erreichen. Da. Ich glaube irgendwie, Weltbosse tun immer so alle 3 Stunden oder irgendwie sowas respawnen. Habe ich glaube in diesem einen Video, was er mir geschickt hat, es gesehen. Okay. Er hat halt irgendwie so nebenbei erwähnt, glaube ich. Weil irgendwie Sinn macht, weil wir jede Woche schaffen jetzt gegen 2 von denen zu kämpfen, glaube ich. So. Ich bin beim ausgetrockneten Becken. Und hier sind eine Menge Leute. So, das wäre, ist halt wieder dieser eine, der irgendwie so schnell erledigt war. Ich glaube ja. Grüße. Grüßet, Leute. Grüße. Na, auch hier. Hallo. Um einige Bosse platt zu machen, ne? Ich nehme mal ein Elixier. Größe. Alle der 100, außer der da. Und der. Verdammt. Wir müssen uns beweisen vor den Leuten. Was ist das denn? Susano. Der eine rastet aus, ey. Ich glaube, der braucht seine. Der hat auch eine Barriere. Aber ich haben hab die drei Lichter? Ich habe meine 3 Lichter. Ihre Farbe ändern. Das bringt ja eigentlich überhaupt nichts mehr, der Effekt. Es wird immer schwerer, irgendwas Besseres an Kleidung zu finden hier. Aha. Was soll man denn machen? Wir tun unser Bestes. Seid gegrüßt. Yo, guys. Erregt mal ihre Aufmerksamkeit. Seht. Schau, ein Rauschkiff-Engel. Was ist wie ein Rauschkiff-Engel? Das war Michael Mittermeier, ja. Hey, mach mal platt. Und wie schnell der kaputt geht. Sehr schnell. Ich trete ihn.
Ich tritt ihn in die Eier. Ich tritt ihn in die Eier. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Aua. Ins Gesicht. Er ist tot. Das wird euer letzter dummer Fehler sein. Ja, aber voll gegeben, ne? Oh. Schwert ist am 5 Uhr. Das weiß ich zu schätzen. Ist ja nicht ein Tier, ne? Hat den Lehmohren, ne? Hast du da schon wieder von Abenteuer? Was ist mit Emuren? Femur sind das nicht Tiere, Lemur, aber Daniel, ja, Lemur, genau. Ja. So, was habe ich da bekommen für ein Albtraum Dungeon? Das Sanktum der Yeshari. Haben wir. Ja, das haben wir schon. Level 39. Pff. Spielzeug. Na gut, haben wir das. So. Bastion des Glaubens. What? Ja, die haben wir auch schon, keine Ahnung. Ach, Bastion des Glaubens, ja. Die schon direkt wieder weg sind, so. Freundschaft schließen wollen die bestimmt nicht, Daniel, ganz ruhig. Oh, Gott sei Dank. Ich halte den Druck nicht aus. Deswegen war ein Spinnenroboter. Oh, bald kann ich meine zweite Glyphe da reinpacken. Oder meine dritte, besser gesagt. Sehr gut. Ich muss warten. Ich brauche nur noch einen Punkt. Oh, das will ich haben. Basisfähigkeiten. Okay. Wo wollte ich nochmal da lang? Mein Gott. Ich bin das Böse, ich brauche mich nicht vor dem Bösen hüten. Ach bitte, ich habe keine Seele. Ich in der Stadt bin. Na, schon 600 Punkte von diesem Event. Geht dann voll schnell. Nicht solange ich in der Stadt bin. Ja, war da irgendwas bei beim Weltboss für dich? Was Neues? Ah. Oh, Feuer. Was machst du da? Ich habe keine Ahnung, was hier vorgeht, Daniel. Wo bist du? Mit wem klopfst du dich gerade? Oh, Eis. Was hat er, was ich nicht habe? Oh, fuck. Aber du bist tot. Ja. Wo bist du? Ich sehe dich gar nicht auf der Karte. Da bist du. Möchte ich wieder am Leben kommen? Ich habe mich selber wieder belebt. Was machst du denn wieder? Habe ich dich 5 Sekunden lang alleine? Geht mir aus dem Weg. Geht mir aus dem Weg. Ich war ja auch die ganze Zeit vor so einem Turm. Ne? Bist du denn? Ich hab ein leuchtendes Schild gehabt. Gibt's denn sowas?
Okay, ich weiß nicht, wo du bist. Ich gehe woanders hin. Ja, ich habe mich, teleportiert. Ja, diese Türme ja noch abhaken heute. Da kommen wir wieder in den Albtraum, dann ist es hier frustrierend. Angreifen, ne? Oh, einen habe ich voll. Schreit euch um die Verstehe ihn irgendwie nicht. Tun wir irgendwie auf die Dinger draufbluten oder was? Das ist nicht wo. Habt ihr Leute? Weil da steht irgendwie, das Ding braucht Blut oder so. Ich glaube, wir müssen Gegner drin erledigen oder so. Wie viele Dinger hier liegen? So viele Orangen. Bin ja mehr so ein Fan von Mandarinen. Okay. Ich bin noch nicht bereit. Nehmt das, ihr Spinnen. Nein, meine Leute sind weg. Oh, ich bin aufgestiegen bei der Tante. Oh, sehr gut. Eine Leiche zum Schinden. Wer ihr möchte, ist böse. Wir haben sie aus ihrem Busch herausgelockt. Der Champion ist bei dir. Ah, oh, Feuer! Oh, der hat Feuer und Gift. Oh, war schon erledigt. Oh. Du sagst immer, du machst keinen Schaden, ne? War nur eine blöde Mistmade oder wie sie heißen. Ich muss warten. Bei einigen Gegnern neu auf keinen Schaden. Ich sehe, wie du die ja reinrennst und die sofort rupt sind. Weil auf wieder der ist überhaupt nichts. Ich hab keinen Angriff, der die one-shottet. Mein Gesicht explodiert, der Typ. Der fragwürdige Anime am Laufen. Welche? Das ist wieder die Art von, wo man sich fragt, wie wurde das erlaubt, der darauf gemacht wird. Maho Shoujo die Akko Garete. Maho Shoujo die was? Akko Garete. Okay, was ist das? Jemand, der Maho Shoujo mal Magical Girls bewundert. Okay. Die Story ist halt folgendermaßen, da ist ein Mädchen, wie alle anderen liebt die Magical Girls, die leben in einer Welt, wo Magical Girls existieren.
Weil sie eines Tages erhält die auch Fähigkeiten, aber leider gehört die zu den Bösen und nicht zu den Magical Girls. Okay. Die ist jetzt halt, das ist im Prinzip ein Anime, wo der Hauptcharakter, das Mädchen, die Magical Girls, auf sehr perverse Art und Weise demütigt. Okay. Das ist sehr sexuell, also. Der also Rido Killer mit Magical Girls. Das ist ziemlich pervers, ganz ehrlich. Also Redo of Healer, aber Magical Girls. Ja, im Prinzip so. Also die hat keinen Sex mit denen, aber die tut die auf sehr perverse Art und Weise foltern. Aber. Die hat ziemlich, hat angefangen, da ein bisschen Vergnügen dafür zu empfinden, ganz ehrlich. Ah. Ich habe gemerkt, es macht auch mehr Spaß, die irgendwie zu brechen, als die zu bewundern. Boah. Ja, jeder fragt sich, was zum Teufel ist das für eine Scheiße, dass daraus ein Anime gemacht wurde, ey. Und trotzdem sind da Leute, die sind am Kotzen, ey. Also ich guck das nicht, ey. Aber das ist der neueste Trend gerade bestimmt. Jetzt schon ein Manga von, oder? Ich habe schon wieder genug gemacht, wo ich weiß nicht, wer da geschlafen hat und dazu ja gesagt hat, ganz ehrlich. Ich hab schon wieder genug Gaben hier für den Baum. Ich bin noch nicht bereit. Ja, ne? Gab's eigentlich noch irgendwie eine andere Magical Girl Serie, was du mal erzählt hast? Weiß ich jetzt nicht. So eine sehr dunkle Serie irgendwie. Hast schon vor ein paar Monaten oder so erwähnt, keine Ahnung. Das sagt also mir jetzt nichts, ganz ehrlich. Mit Magical Girls habe ich jetzt eigentlich in letzter Zeit, weiß ich nicht. Fällt mir jetzt nicht ein. Ich muss warten. Ich habe hier nur legendäre Kisten, ey. Es ist getan. Ja, ich nicht. Also nicht, dass da irgendwie was Großartiges drin ist, ne? Kanäle von Gulran. Habe ich auch gekriegt. Ja, aber schon. 37. 39. Was sollen wir mit dem Zeug? Wir wollen von dem geilen Zeug haben. Wir wollen von dem richtigen Stoff haben. Na gut, ich hoffe mal, ich kriege hier irgendwo was mit. Ja, 49, 47, ich packe mal weg. Ich glaube nicht, dass das... Da kann man so irgendwie auf 43 oder 44 bekommen. Das 43 habe ich ganz viele. Jetzt glaube ich nur im Raum von dem etwas schaffen. 38. Ah, verdammt, ich habe die falsche Level. Nein. Dann schauen wir mal. Ach, was kannst du denn da? Jetzt liegt es dann näher. Das ist unsere einzige Hoffnung. Ich habe eine Menge 44er oder 33er. 43er. Ja, mach eine von denen. Eine, die gut aussieht. Und die Spaß macht. Und Schokolade. Das könnten wir ja mal versuchen. Ja, mal sehen, was habe ich denn da? Außerdem muss ich mal meine Glyphen hier hochleveln, glaube ich. Wo sind denn die? Ich habe einen, habe ich nur auf Level 15, oder? Ja, sieht man ja nicht hier. 15, 15 und 9. Ach ja, die. Stimmt, wir bekommen ja mehr Erfahrungspunkte, je höher die Level sind. Deswegen leveln die ganz schön schnell. Ich habe letztens gewundert, einer meiner anderen Glyphen schon Level 9, ne? Ja. Okay. Da werden wir doch bestimmt schaffen. Hoffentlich. Ich gehe noch mal vorher zu der Tante da. Oh, Monster allein 60% weniger Schaden durch ferne Ziele. Oh, das ist nicht gut für dich, glaube ich. Keine Angst, Daniel, du schaffst das schon. Ja, du bist doch irgendwo. Ich habe jetzt den Kick of Disrespect. Hast recht. Ja.
Ja, gute alte Zeit, ne. Damit kann ich einen Bastard in einen anderen Bastard reintreten. Jetzt bin ich auch Stufe 9. Na, sehr gut. So, ist das eigentlich das, was ich haben will? Mehr Schaden durch verwundbare Gegner. Was will ich denn hier von lang? Ich kann aber irgendwie so einen Waffeneffekt hier auswählen von meinen Barbaren. Ich weiß nicht, welche ich da auswählen will. Ich war dabei. Direkten Schaden sind ja verursacht wegen dem Verlauf als Blutungsschaden. Ich muss das erstmal aktivieren, ich Idiot. Machen wir Blutungsschaden. Ja, jetzt kommen wir auch. Wow, wow. Badadadum. Was haben wir denn da? Ich muss noch einen Trank nehmen. Nehme ich was gegen Schattenschaden, wenn ich was hab. Müsste ich eigentlich irgendwo was haben gegen Vampire, gegen Hausfall. Alter, sagt überhaupt nichts. Schattenwiderstand. Ich sollte mal meine ganzen schwachen Elixiere bekacken. Durch irgendwann mal stärkere hier herstellen. Ah, Schlange! Schlange! Schlange, 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 Schlange! So, mal gucken, wie unsere Chancen hier stehen. Er ist tot. Paragon-Punkt. Boom. Willenskraft. Ich bin einfach in die Barriere reingetreten. Mach ihn fertig, bevor er sein Schild wieder aufbaut. Ja, die nehmen weniger Schaden durch meine Angriffe, merke ich schon. Ja. 60%, um genau zu sein. Zwei Buffer. Was? Was? Ja. Oh Gott, aber da hat er wehgetan. Ich habe schon irgendwas gewonnen, schon da gerade. Bogenleiche des Horrors. Jemals sind diese Typen, die so aussehen wie Bögen irgendwie. Die was? Die Bögen? Die Bögen hier. Also die so Armbrüste. Ja, ich hab irgendwie Möwen für Vögel hier. Die machen viel Schaden, das war ja schon immer so. Ey. Ja. Also weg. Oh okay. Gott, da kann schon wieder was geflogen werden. Ja, ich hab schon gesehen. Ich flankiere sie. Boom. Weiß nicht, war der das? Ich glaube, der war das. Weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, was kommt denn da jetzt mit der Nachricht? Okay. Besser! Kleine Armbrust, was du da hast. Was ist denn da mit dir? Der Daniel kommt so ein Pfeil in sein Gesicht. Ich stirb sofort, ey.
Solche Sätze, da müssen wir immer aufpassen. Bro. Ich stell mir gerade diese Szene von Ace Ventura vor, wo der ins Knie geschossen wurde. Ja, alles ist schlecht, wir wissen es. Gewöhn dich dran. Suck it up, Bro. Der sagt, wo alles im Leben im Sanctuary ist viel besser oder so. Ja, ja. Na, haben wir letzte Mal schon. Ja, ja. Was war das? Aua. Also irgendwann ist schon mir gespawnt gerade. Ich bin gerade weggerannt wie sonst. Da ist ein Schrein, ich aktiviere ihn. Das war das. Druckwelle. Kommt der hier Stücke? Mein Gott, die Druckwelle macht irgendwie 1 Million Schaden, oder? Macht sie kaputt? Jawohl. Meine ist abgelaufen. Nein, okay. Oh, Ereignis. Ereignis. Keine Sorge, wir machen das schon. Da kommt uns der Drücker. Nein. Den stoße ich von der Klippe. Der König. Das ist Sparta. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich mal also sagen, wir haben dich vollkommen umsonst hier beschützt. Boah. Aua! Da läuft das wieder so eine Armbrust. Ah, geht auch drauf, du blödes Vieh. Meine Güte. Oh. Oh, okay. Anscheinend hatte ich meine Angst. Jetzt ist noch chillig. Ja. Jetzt kam mir noch nichts Schlimmes. Ich glaube auch nicht, dass da noch was Schlimmeres kommt, ganz ehrlich. Level 88.
Treffer. Ich bin auch nicht da. Husch, husch, dich weg. Au, oh Gott, Feuertyp. Naja, kommt halt nichts Schlimmeres, ne? Das, wenn ich den jetzt nicht schaffe, weil er mich vielleicht tötet wahrscheinlich, ich würde den schon irgendwie da. Geschicklichkeit. Ja. Geh weg. Aha. No. Ich brauche mehr Zeit. Ja, hier geblieben. Höhe Flieger. Okay. Oh, Trank. Da haben wir schon einen Boss. Ja. Ich brauche mehr Zeit. Ich tritt dich. Ich tritt dich. Nein, nicht die Scheinwerfer. Echo des Hasses. So. Na, war ja recht chillig. Und relativ kurz. Nichts bekommen, leider. Habe ich doch von der Quest bekommen. Echo des Hasses. Nicht das Echo des Hasses, was ist das? Ah. Der Doppelgänger von Lilith. Was ist denn das auf der Karte? Ja, nirgendwo auf der Karte. Ich mach's hier raus. Aber was hatten bekommen? Ich weiß nicht, warum mein erster Instinkt war, den Turm anzugreifen. Ah, Feuer. Oh, Menge Gegner. Aua, aua. Du nah aus der Waffen, Stufe 10. Nein, ich hab Goblin. Warte, wo? Oh, zwei. Yeah. Was? Für zwei auf der Karte. Da links war auch einer. Alter, wie viel Gott liegt hier? Der ist auch weg. Nein. Ich muss machen. Der andere ist. Ja, mal doch. Stangenwaffe für mich. Oder nicht? Nee. Ey, war gerade auch schon. Gestorben sind die ganzen Gegner. Ich habe nur gerade einen Schatzkoppling gesehen auf der linken Seite, aber der ist schon wieder weg. Ich habe noch nie so viel Gold gesehen, ganz ehrlich, in diesem Spiel. Ich habe schon nur noch 12 Millionen jetzt. Mein Gott. Ich habe 138 Millionen. Ja, ich weiß nicht, warum wir so viel auf einmal kriegen. Ja, weil Gold wirklich sinnlos ist in diesem Spiel. So, hier ist noch ein Turm. Ich habe Level 10 von dem Event-Dingen. Ja, hast du geschafft? Sehr gut. Ja. Ah, fuck, ich wollte nicht absteigen. Stöcke.
Gott. Nur das Echo des Hasses, hey, die haben ja. Wenn wir mal sagen könnte, wo für Karte das ist. Ah! Ist bei Nevis, Daniel. Dann sollen die ja der noch Wegpunkt zeigen. Der ist Nevis. Ja, dann sollen die auch sagen, wo das ist. Wir haben so viele Zeichen auf der Karte. Echo des Hasses ist da, ja. Bin gar nicht markiert hier auf der Karte. Die Säcke. Ups. Oh, wir sind jetzt tot. Standhalten. Tretet den unheiligen Altar. So, ich merke gerade, meine Tränke sind abgelaufen. So. Oh, jetzt habe ich wieder einen Trank weniger. Einen Platz weniger. Na, was ist hier los? Verpiss dich! Verpiss dich! Oh, Waffe, ich glaube nicht. Bis dann. Ja. Mein Gott, das will ich ja. Ich brauche mehr Zeit. Oh. Sieh, Daniel, der kämpft hart. Oh, geil. Almosen. Oh, so viel Gold. Oh, ist das kalt. Ich bin noch nicht bereit. Oh, ich hüpfe jetzt darüber, der eine. Oh. Gibt's hier irgendwo ein Schwein? Ein Schwein? Nein. So. Netten Typen, ey. Komm da irgendwie gar nicht mehr durch. Ich habe eine Fahne. Oh, hey. Jui, Geschicklichkeit. Oh, Schatzproblem. Nein. Wo ist er? Da. Ja, nichts hinterlassen. Den anderen Baum. Hm. Anderen Baum? Ja, ich meine nicht Baum, ich meine Tafel. Hm. Ich will den anderen legendären Knoten haben. Hm. Ja, du musst mir jetzt sagen, ja, wann dein Ding auf Level 10 ist, ne? Ja, das wird mir ja nicht angezeigt, ne? Ich weiß jetzt nicht, wann das Level. Ja. So, ja. Jetzt schon Gewalt? Nee, noch nicht. Nee, man, dauert nicht so lange. Wir können ja in den Albtraum Dungeon gehen, da kriegen wir ja auch die Dinger. Ja. Ganz eins aktivieren auf Level 45 oder so.
Hast du ja gesagt, du hast ja noch welche. 45? Weiß ich nicht, du. Ja, ich hab. Doch, habe ich sogar 45. Oh, ich habe auch noch einen 45. Treibender Schatten, Monster Feuerschaden, Distanzverteidiger. Ich hab Guck der Heiligen auf 45. Na, mach mal das mal, ne? Okay. Okay. Erfahrungspunkte und so bekommen.